Und hiermit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von der Gamescom. Wir konnten uns soeben bei Deck 13 Hovercube angucken. Dies ist ein Spiel, wo man seinen Charakter möglichst schnell zu einem Ziel bringen muss, was jedoch sehr schwierig ist, da man sich nur über schwebenden Plattformen bewegt. Auf diesen schwebenden Plattformen befinden sich wiederum weitere Hindernisse, wie zum Beispiel rotierende Rollen mit Zacken dran oder zum Beispiel Kugeln, welche da sind, um einen zu zerschmettern. Also ist es eine Frage des Timings und der Schnelligkeit, aber man hat Hilfsmittel wie zum Beispiel Würfel, welche man an anderen Würfeln planten kann. Das sind zum Beispiel verschiedene Funktionen wie ein Sprungbrett oder einfach eine größere Fläche, mit der man dann zum Beispiel die Distanzen zwischen manchen fliegenden Plattformen überbrücken kann. Das Spiel ist sehr auf Leistung getrimmt und es soll auch später im E-Sport-Bereich spielbar sein. Das merkt man schnell, weil irgendwann kann man es, aber man kann es halt noch besser. Und das ist auch das, was dieses Spiel vermitteln will, nämlich dass man einfach versucht, immer besser zu werden, immer schneller, immer höher, immer weiter und so eine bessere Zeit bekommt. Ja, also alles in allem ein sehr schönes, kniffliges und schnelles Spiel vor allen Dingen, was man auf jeden Fall auch dann im Multiplayer irgendwann mal zusammenspielen kann mit ein paar Freunden oder eben im professionellen E-Sport-Bereich. Und ich denke, das wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel. Das war es soweit von der Gamescom. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr könnt ja mal eure Meinung zu dem Spiel in die Kommentare schreiben. Über einen blauen Daumen freuen wir uns natürlich auch. Und ich sage hiermit Tschüss!